Die Apostelgeschichte erzählt in Kapitel 8 in den Versen 26 bis 40 von der Bekehrung eines äthiopischen Hofbeamten durch Philippus. Der Engel des Herrn beauftragt ihn und schickt ihn an den entscheidenden Ort der Begegnung. Der Hofbeamte liest auf dem Weg von Jerusalem in seine Heimat den Propheten Jesaja. Der Geist leitet Philippus an, hinzuzutreten und sich dem Wagen anzuschließen. Philippus steigt in den Wagen und erklärt dem Mann die Textstelle. Seine christologische Auslegung von Jesaja führt den Mann zum Glauben. Er lässt sich auf der Stelle von Philippus taufen. Aber was ist das Besondere an der Taufe dieses Mannes? Der Text sagt über ihn, dass er ein äthiopischer Mann ist, dass er ein Eunuch ist und dass er als Hofbeamter der Kandake alle ihre Schätze verwaltet. Seine Herkunft als Äthiopier gibt uns Aufschluss darüber, wie weit er gereist ist, um nach Jerusalem zu kommen, nämlich weit mehr als 2 Monate. Dass er ein Eunuch ist, bedeutet, dass ihm die männlichen Geschlechtsorgane entnommen wurden. Dadurch ist er zeugungsunfähig und kann sich nicht, wie es das jüdische Gesetz von einem frommen Mann verlangt, beschneiden lassen. Außerdem ist es unbeschnittenen Männern verboten, im Tempel zu beten. Kandake ist der Ehrentitel einer Königin. Dass er als ihr Hofbeamter ihre Schätze verwaltet, bedeutet, dass er der Finanzminister im äthiopischen Königshof ist. Durch seine Wallfahrt nach Jerusalem nimmt er nicht nur eine beschwerliche Reise auf sich, sondern auch das Risiko, seine Position und seine Macht zu verlieren. Der Äthiopier ist also ein frommer Mann, der eine lange und beschwerliche Reise auf sich genommen hat. Ein mächtiger und reicher Mann, der für mehrere Monate seinen Job an den Nagel gehängt hat. Und er ist ein Eunuch, dem aufgrund seines physischen Zustands verwehrt ist, ein vollwertiger Jude zu werden. Die Geschichte erzählt uns, dass es Gottes Wille ist, den Äthiopier durch Philippus zum Glauben an Jesus Christus zu führen. Dadurch stellt sie dar, dass es Gottes Wille ist, dass der Glaube an Jesus Christus über die Grenzen des jüdischen Reiches hinweg verbreitet wird. Und sie zeigt, wie ein Mensch durch Gott religiöse Grenzen überwindet, indem er als nicht vollwertiger Jude nach Jerusalem kommt und als vollwertiger Christusgläubiger in seine Heimat zurückkehrt. Also erzählt die Geschichte von der Taufe des ersten nichtjüdischen Christgläubigen und vom Willen Gottes, Menschen durch den Glauben an Jesus Christus von Zwängen zu befreien.